Oh je. Angelina Heger, 27, ist in ihrer Instagram-Story kaum wiederzuerkennen. Die Ex-Bachelor-Kandidatin zeigte sich ihren Followern mit knallroten Flecken auf der Haut. Was steckt dahinter und wird ihr Gesicht je wieder aussehen wie zuvor? Angelina Heger zeigt sich im Fernsehen stets top gestylt und mit perfekter Haut, doch der Schein kann trügen, wie die Berlinerin nun auf ihrem Instagram-Profil offenbarte. Ihre Follower nimmt sie mit zu einer Laserbehandlung. Dabei handelt es sich laut Angelina nicht um eine Schönheits-OP, sondern einen medizinischen Eingriff. Denn die 27-Jährige leide an Pickelnarben aus der Vergangenheit und sei es leid, diese jeden Tag zu überschminken. Zu Beginn war die Ex-Freundin von Rocco Stark, 32, noch optimistisch und sich sicher, dass die Rötungen, die bei der Behandlung entstehen, schnell abheilen würden. Ihren Fans erklärte sie, dass die Betäubungscreme die krebsrote Farbe in ihrem Gesicht verursachte. Nach dem Eingriff meldete sie sich erneut bei ihren Zuschauern, erzählte die Blondine. Doch am nächsten Tag wurde sie eines Besseren belehrt, denn die Rötungen waren auch dann noch deutlich sichtbar. Außerdem soll ein Fan Angelina begegnet sein und davon ausgegangen sein, dass es sich um eine allergische Reaktion bei ihr handle. Nachvollziehbar, dass der Reality-TV-Darsteller in kaum zum Lachen zumute ist. Quelle: Instagram. Angelina Heger, was hältst du von Angelinas Eingriff? Stimme in unserem Voting unten ab.